freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen heute mal Trenchcoats. Ich habe noch einen, um euch den mal zu zeigen, und nochmal einen Bläser, damit ihr euch nochmal erinnert. Heute geht es wieder darum, die Sachen, die ihr im Kleiderschrank habt. Bitte, 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 bitte nicht mehr in die Kleiderspende geben und auch nicht mehr wegschmeißen. Aufheben. Sortiert das alles raus und holt euch die Sachen, die ihr lange nicht mehr angezogen habt oder überhaupt nicht mehr anziehen wollt, raus, und wir machen daraus Hingucker. Wir haben schon so viele Videos gemacht zu allem, und Stück für Stück machen wir alle Sachen, die ihr drin habt. Schmeißt nichts mehr weg, keine Schuhe, keine Gürtel, keine Dessous, gar nichts. Wir können alles gebrauchen, glaubt es mir. Macht euch eine kleine Kiste, wo ihr das alles reinlegt, und guckt euch dann Stück für Stück in der Playlist an, was man draus machen kann. So, wir haben Trenchcoats. So, nochmal ganz kurz zurück. Bläser, erinnert euch, ich habe jetzt hier nochmal einen. Wir haben die immer mit Tüchern besetzt. Immer draufgesetzt und mit Kreuzstich angenäht. Für die, die das erste Mal auf dem Kanal sind, schaut bitte in das Anfängervideo rein. Wie ihr die Tücher hier draufsetzt, die Stoffe, Tücher, was auch immer. Wie ihr die ansteckt, wie ihr die heftet, wie ihr die abbrennt, damit sie nicht ausfassen. Wie ihr denn mit der Hand mit Kreuzstich die alle draufsetzt. Ist im Anfängervideo drin. Es sind 4 Schritte und das sind immer dieselben. So, hier habe ich für euch auch nochmal ein Beispiel. Ein Trenchcoat in Bordeaux. Genau dasselbe wieder gemacht. Tücher aufgesetzt auf die Ärmelbündchen, auf den hinteren Teil und vorne auf dem Brustteil. So, schaut mal. Alles mit Kreuzstich. Das heißt, das Einzige, was ihr bei mir immer, immer, immer braucht, sind Reststoffe. Schaut euch eure Tücher an. Schaut euch eure Bettwäsche an. Ach, T-Shirts, die toll bedruckt sind. Ihr könnt alles auf irgendwelche Jacken oder Bläser draufsetzen. T-Shirts, die Motive, schneidet die bitte aus und werft die nicht weg. Guckt euch die Videos an mit den Jeansjacken. Wir haben so tolle Jeansjacken gemacht mit den ganzen Motiven von den T-Shirts. Schmeißt es bitte nicht mehr weg. So, das war nur noch mal die kurze Erinnerung. Trenchcoats, schaut mal. Wir haben hier genau dasselbe gemacht. Trenchcoat. Schaut mal, der war ganz einfach rot. So, und wir haben genau dasselbe gemacht. Wir haben es mit einem Tuch besetzt. Schaut mal, hier ganz einfach den Kragen. Genau dasselbe. Ihr steckt euch den Stoff oben drauf. Irgendwelche Tücher, sucht euch was aus, was farblich passt. Steckt es euch erst drauf, schneidet es ab, brennt die Kanten vorsichtig ab. Alles wie in dem Anfängervideo. Und umnäht es dekorativ mit einem Seidenfaden. Schaut euch das an, das sieht immer, immer super aus. Quält euch nicht und macht das mit einer feinen Nadel, so dass man es möglich nicht sieht. Nein, wir wollen es sehen. Holt euch die Seidengarne und macht das mit dem Kreuzstich. Das geht so einfach. Ihr braucht keine Maschine, gar nichts. Macht es mit dem Kreuzstich. Wir haben es hier gemacht mit dem gelben Faden. Schaut mal. Und genau dasselbe hier wieder. Wir haben vorne 2 kleine Patten rangenäht. Wie ihr das rannäht, ob ihr das mit einer Spitze näht, ob ihr das gerade näht. Seht euch die anderen Videos an. Wir haben so viele verschiedene Formen gemacht. Hier haben wir wirklich bloß ein ganz kleines Stück rangenäht. Haben es hinten mit vernäht, schaut mal. Und haben die Ärmel unten zum Umschlagen gemacht, schaut mal. Wir haben es einfach von drinnen angesetzt, sodass man es umschlagen kann. Viele, viele, viele Ärmel sind zu lang. Bei mir auch immer. Wenn ich mir einen 36er Bläser oder eine Jacke kaufe, sind immer die Ärmel zu lang. Also setzt es einfach nach drin und schlagt es um. Habt ihr immer was Dekoratives. Man schlägt es ja entweder nach drinnen, in dem Fall schlagen wir es nach außen. Macht es einfach. Könnt ihr so lang machen, wie ihr möchtet. Ja, zum Krempeln, wie auch immer. So, und hier haben wir wieder genau dasselbe gemacht. Schaut mal, hier seht ihr das so super. Wir haben alle Nähte, schaut mal, immer im Kreuzstich. Ihr habt die Nähte alle wunderbar vorgegeben. Am Revier, schaut mal, an der Seite lang, von innen und von außen. Das ist so super dekorativ. Einmal mit dem Faden hoch, einmal runter habt ihr das Kreuz. Es geht so schnell. Macht das. Wo ihr die Nähte drauf macht, schaut mal, wir haben hier hinten mal richtig spendabel gearbeitet. Wir haben alle Nähte gemacht mit dem Kreuzstich. Seht ihr, wie toll das aussieht? Ihr habt eine super Taille und eine super Deko.
wo ihr die rauf macht, guckt euch das an und probiert das einfach aus. Wir haben sogar hier noch unten den Saum mitgemacht. Wenn euch das am Ende nicht gefällt, könnt ihr das immer ganz leicht wieder rausziehen. Ist überhaupt kein Problem, aber probiert es erstmal aus. Ihr habt auch bei den Ärmeln immer diese Nähte hier hinten. Bei allen Ärmeln sind diese Nähte. Entweder die Mittelnaht ist aber doof, weil bei unten sieht man es eigentlich nicht. Aber hinten, dieses Stück, was hier hinten ist, wo eigentlich dann die Knopfleiste ist, habt ihr immer eine vorgegebene gerade Naht. Ihr könnt also überhaupt nichts verkehrt machen. Ihr braucht nur immer an dieser Naht lang nähen. Im Zentimeterabstand einmal hoch, einmal runter. Ist wirklich super einfach. So, und dann habt ihr aus einem einfachen Bläser, das könnt ihr an allen Farben machen. Ich zeige euch auch noch ganz viele Bläser. Könnt ihr euch so ein super Set machen. Schaut euch das mal an. So, guckt mal, was wir hier noch gemacht haben. Hier waren nämlich ganz große Knöpfe drauf. Wir haben dieses Futter genommen, haben uns das zugeschnitten auf diese Größe, haben es sauber abgebrannt und dann einfach mit Heißkleber rein. Hält super. So, und dann habt ihr die Knöpfe auch noch passend dazu. Haben wir die eigentlich auch gemacht? Ja, wir haben sogar die Taschenknöpfe noch gemacht, obwohl man die ja gar nicht zumacht. Ihr könnt also diese einfachen Knöpfe auch immer entweder mit dem Stoff beziehen, habe ich euch gezeigt, oder das einfach in die Knöpfe, wenn es sich anbietet, rein. Wenn es drin ist, könnt ihr das reinkleben. Wenn nicht, nehmt ihr euch einen größeren Kreis, schneidet den zu, brennt diesen Kreis ab, bevor ihr ihn vernäht und geht dann rundherum, wo da wo ihr es geschnitten habt, immer nur mit der Nadel hoch und runter und zieht es dann über den Knopf und zieht es unten zusammen. Sieht kein Mensch. Und ihr habt immer die passenden Knöpfe dazu. So, das wollte ich euch heute noch zeigen. Wir machen Fotos von allen Sachen. Diese Fotos stellen wir bei Instagram rein. Das heißt, ihr könnt euch bei Instagram, weil das ist ja hier immer ganz schnell, ihr könnt euch bei Instagram diese Fotos nochmal ganz in Ruhe ansehen und ihr könnt die vor allen Dingen ranzoomen. Ihr könnt also wirklich nochmal ganz genau gucken, wie ich das gemacht habe und wo ich das dran gemacht habe, damit ihr euch das kopieren könnt. Die, die nicht so gern mit Nadel und Faden umgehen oder die keine Zeit haben, die können diesem alle Modelle aus den Videos, in diesem Video jetzt diese beiden Teile, die könnt ihr gern bei Instagram bestellen. Wir haben die Größen drin, wir haben die Preise drin. Das ist nicht teuer, schaut einfach rein. Wir bieten die an, damit wir wieder neues Material kaufen können, damit wir weiter Videos drehen können und euch ein paar tolle Ideen zeigen können. Schaut euch die Playlist an, es ist alles drin. Vom Schuhe beziehen, vom Handtaschen neu machen, vom Gürtel machen, von Bläsern, von Röcken, von Kostümen. Wir haben alles, alles, alles drin. Sucht euch das raus, was euch am besten gefällt. Ich mache so, ich schicke die Videos an meine Freunde und frage, wer Lust hat, was zusammen zu machen. Und dann setzen wir uns abends hier zusammen. Jeder bringt irgendetwas mit. Viele Köpfe haben viele tolle Ideen. Man kann tiefenentspannt was trinken, quatschen und dabei Handarbeiten machen. Und Leute, ihr trefft euch endlich mal wieder. Wir WhatsAppen alle nur noch. Lasst uns zusammensitzen. Es macht viel, viel mehr Spaß, wenn man was gemeinsam macht. Und werft bitte nichts mehr weg. Gar nichts mehr. Wir können am Ende alles nochmal wiederverwerten. Auch eure alten Schuhe. Schaut euch das Schuhvideo an. Es sind so tolle Ideen drin. Die ausgelatschtesten Schuhe sind die besten. Und ihr werdet sehen, wenn die bezogen sind, sind die nagelneu. Und ihr werdet damit laufen ohne Ende. Macht euch Sets. Wir machen komplette Sets, wo wirklich alles, alles von Kopf bis Fuß zusammenpasst. Und die Sets macht ihr euch für euch selber fertig und macht euch den Kleiderschrank. Holt aus den Kleiderschränken raus, was ihr nicht mehr anzieht und macht euch tolle Sets, wo ihr euch wohlfühlt und wo ihr einen Hingucker habt. Ich wünsche euch super viel Spaß. Tschüss.